Ende letzter Episode haben wir mit dem Piratenschiff eine Reise unternommen und sind hier angekommen. Mein Problem ist, es ist Vollmond und ich fühle den Wolf in mir. Nee, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich komme hier, glaube ich, nicht mehr rüber. Skelett voraus, hurra für Skelett. Okay. Ist wirklich ein Problem, weil die Waffe ist kaputt. Ich habe nur noch das hier. Oder noch nicht kaputt, aber bald. Und ich weiß nicht so recht, wie ich weitermachen soll. Es gibt kein Leuchtfeuer. Ich müsste schon längstens mal wieder ein Leuchtfeuer besucht haben. Es will und will aber nicht sein. Tränke habe ich auch schon keine mehr. Und ich bin in einem neuen fremden Land angekommen. Oder in einem neuen Gebiet. In der Piratenhöhle. Der Boss war meiner Meinung nach wirklich zu einfach. Ich habe aber auch schon irgendwo gelesen, dass es im Next Game Plus auch erst richtig losgehen soll. Wenn es wirklich so ist, dann will ich gar nichts gesagt haben. Aber im Moment empfinde ich das Ganze schon ein bisschen als zu einfach. Noch. Das Gute ist, das Flammenschwert ist kaputt. Ich kann hier wüten, ohne Angst zu haben, mich selber in die Luft zu sprengen. Andererseits merke ich gerade, ich sollte gar nicht wüten, weil ich habe bald keine Waffe mehr. Hey, nein, meine Haltbarkeit. Hey. Ich kann wirklich bald nicht mehr kämpfen. Kann ich hier eigentlich eine Fackel entzünden? An der Fackel kann ich keine Fackel entzünden. Okay. Macht völlig Sinn. Oh. Ein kleines Secret. Die Frage wäre allerdings, wie komme ich daran? Jemand zu Hause? Niemand zu Hause? Da hat's was. Seele eines Stolzen, Ritter, Schimmel und Lebenstein. Schön. Da ist jemand ausgebrochen. Wer hat denn das geschafft? Hm. Oh oh. Ich höre irgendwas stöhnen. Irgendwas stöhnt doch hier. Jetzt fällt mir nebenbei gerade ein, dass ich immer noch ein Geheimnis zu lösen hätte. Zudem ich die verlorene Festung. Okay. Uiuiuiuiui. Dir geht's nicht gut, Mädel. Oder Junge. Fällt mir sicher bald in den Rücken. Hä? Das erinnert mich doch an die... Assassinen. Hier ist auch niemand. Da ist niemand zu Hause. Oh, oh, oh. Alltägliche Frucht. Zweimal. Das ist die hier. Eine gefleckte Frucht stärkt vorübergehend die Giftresistenz. Diese alltägliche Frucht ist geschmacklos. Doch in einem erbitterten Gefecht kann sie über Leben oder Tod entscheiden. Mhm. Einfach mal so zur Freude.
bin fast sicher, hier hat es irgendwo einen Geheimgang. Es ist alles viel zu ruhig. Ach, mein Leuchtfeuer. Danke. Wir schauen es mal kurz an. Also, da waren wir. Das war das letzte und die verlorene Festung ist... Ach, jetzt sind wir von der Seite. Das ist ja interessant. Nebenbei, was auch noch interessant ist, ist, wie ich vergesse zu leveln. Mit 30.066 Seelen. Bearer of the curse, seek soul. Du sagst immer noch das genau selbe. Ein neuer Satz wäre mal nett. Belastung, ich glaube nicht, dass ich das noch weiter nach oben treibe. Moment. Ich würde stattdessen Konstitution. Ich habe jetzt aber auch nicht das Gefühl, als würde das zu weit nach oben treiben. Gehen wir mal auf 14 und hier auf 15. Und dann nehmen wir doch Belastung. Nee, nehmen wir das hier. Geschicklichkeit will ich gar nicht. Anpassung. Aber ich bin eigentlich... Na, komm. Nehmen wir wieder Geschicklichkeit. Stufe 59. Ich level zu schnell. Ich habe stark das Gefühl, ich level zu schnell. Hast du hier oben was zu erzählen? Life is a journey, and every journey eventually leads to hope. May you find peace on your journey. You need... Have you seen that pit that... I don't know what it's like. Is it flush, are we? Die Leiter haben wir noch nicht. Das kennen wir immer noch nicht. Wir sind bei 21 Millionen gewesen. Oh. Okay, es sind nochmal 400.000 dazugekommen. Ich glaube, von mir selber nur einer. Mag mich jetzt aber auch täuschen. Was wollte ich? Ich wollte etwas. Es kam mir sehr wie eine schlaue Idee vor. Ja, genau, das wollte ich. Ich wollte die Katze besuchen. Mal kurz nämlich schauen, wie das jetzt mit dem Eid aussieht. Oh. Who are you again? No, I'm not serious. You do have a rather pleasant scent. A type I'm quite fond of. Ist das eine Geheimwand, was du da... Oder scherst du einfach die Krallen? Kann ich... Es werden tatsächlich die Eide angezeigt. Also ich kann frei zwischen den Eiden wechseln. Are you going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moth. For heaven's sake. Okay, yes, das... were you? Ich kenne das noch. Nothing suited you, I presume. Was machst du hier eigentlich? Ich will nicht mit dir sprechen. Ich will hier mit dir an der Wand kratzen. Geheimnis kann es ja hier kaum haben. Machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben, bevor es zur Verwirrung führt. Das wäre Reisen. Hier. Komm. Hier. Und es gäbe noch verschiedene Wege offen. So, jetzt fühle ich wieder mich einigermaßen wohl. Das Einzige, was ich mich nicht wohlfühle, ist, wie viel Totes hier liegt. Gut gemacht. Ja, super. Kopiert euch doch gegenseitig.
Das sieht doch gefährlich aus. Ist das der hohe Turm, den wir von weit... Nee, kann nicht sein. Aber das Piratenboot müssten wir doch sehen. Nee, auch nicht. Das ist hinter uns. Oder? Was sehen wir hier? Ein Durchgang zu einem anderen Turm. Stimmt, die hatten wir noch nicht, die Räder. Jetzt, wo ich euch sehe. Okay. Wo der Endgegner ist, können wir schon mal raten. Und hier würde man wohl abkürzen können und dich dann erschlagen. Okay. Merken wir uns mal. Oh, dich kennen wir doch. Dich habe ich nicht erschlagen, jetzt bist du hier. Du lässt aber immer noch nicht mit dir reden. Und man könnte dich immer noch erschlagen. Nee, mache ich nicht. Mal sehen, wo wir uns wieder begegnen. Das könnte im Gegenteil tödlich enden. Ja, wobei, nee, Moment. Nur schnell zur Orientierung. Genau, ich lande doch hier. Das heißt, ich könnte doch dem eigentlich auf den Kopf springen. Ich kenne dessen Movement nicht, das gefällt mir gar nicht, aber ich muss es. Komm. Genau. Ja. Danke, liebes Spiel. Wir schreiben es uns auf. Tod Nummer 25. Danke, liebes Spiel, das war jetzt nicht so gedacht. Hast du mich verarscht? Also das ist nicht das Runterfallen hat mich verarscht, sondern dass ich ihn nicht so getroffen habe, wie ich dachte, dass ich ihn treffen würde. Das hat mich verarscht. Wollen wir nochmal schauen. Ob es an mir lag. Also wenn ich jetzt eine Rolle vorwärts mache... Komm. Der hat Lebenspunkte. Ach, ich bin auch mit dem falschen Schwert unterwegs. Das kann natürlich vieles erklären. Nicht in die Mauer schlagen, auf den Hund. Ja, im Moment verarsche ich mich tatsächlich ein wenig selber. Weg! Ja, ich verarsche mich selber. Alles klar, das war Tod Nummer 26, aber den Kampf habe ich, glaube ich, verstanden. Habe ich selber verarscht. Dann versuchen wir Trick 22. Der Kampf erinnert mich an eine andere Begegnung. Ihr könnt euch ja denken, welche. Hunde, ein Gegner, wenig Raum. Ihr kennt sicher Dark Souls 1. So. Mal gucken, ob es jetzt geht. Hunde herlocken. Genau. Es wäre nämlich viel einfacher so. Und mit der richtigen... Oh! Holst so Schwung. Alles klar. Wow. Du kommst hinter dem anderen hergesprungen. Das war nicht nett. Da fehlt noch einer, Hund. Da fehlt noch mindestens einer. So. Köderschädel. Kennen wir auch noch. Schauen wir gleich an.
Das wäre eigentlich auch ein Weg, oder? Dann hier runter, dann hier. Ja, aber gut, was bringt's? Das bringt relativ wenig, würde ich sagen. Schauen wir jetzt schnell den Köderschädel an. Das ist doch der hier. Ein Schädel unbekannter Herkunft. Zerschmettert ihr ihn, setzt Sehnenspuren frei, die nahe Feinde einziehen. Wirkt zwar nicht auf sämtliche Feinde, kann sich aber auf unerwartete Weise als nützlich erweisen. Ja, auf Hunde wirkt er ganz sicher. So. Da hinten hat es vermutlich nochmal einen Hund. Nee, hat es nicht. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt hier schon einen Hund erwartet. Alles ein bisschen spornig. Wo bist du? Okay. Falle. Ja, nein. Okay, keine. Estus Plakonscherbe, große Titanitscherbe. Wow. Sehr gut. Nehmen wir dankend an. Der Hund ist hier hinten. Hm, dachte ich mir. Mhm. Okay. Das riecht nach einer Walle. Also kommt. Kommt, ihr Hunde, wollt ihr ewig leben. Also sie greifen natürlich gleich zu zweit an. Und das Tor schließt gleich hinter mir. Nee. Oh, nein. Mist. Es war Schwarzpulver. Hätte ich anders machen können. Mist. Merke ich mir die Stelle mal. Verschlossen. Schlüssel. Okay. Das kommt jetzt auch nicht. Wirklich überraschend. Aber das kommt überraschend. Trink was. So. Also, das ist der Angriff. Ich muss mir mal das Angriffsmuster merken. Das ist einer. Das wäre vermutlich die perfekte Zeit, um anzugreifen. Jawohl. Das ist so ein Schwung. Den Schwung kennen wir jetzt gerade. Mhm. Okay. Ist jetzt blöd, dass ich das Fass zerschlagen habe. Dann hätte es hier vielleicht ein Secret gehabt. Hm. Na gut. Wird schon noch weitere Chance haben. Ach, schon wieder so ein blöder Hund. Das erstaunt mich jetzt weniger, dass es hier ein Geheimnis ist. Allerdings meinen wir vermutlich nicht dasselbe. Nee. Ich würde eher sagen... Menschenbild? Wow. Also jetzt machen wir Folgendes. Ich möchte jetzt mal herausfinden, wie das geht. Wir nehmen... Was sind hier? Holzpfeile und das sind Feuerpfeile. Wir nehmen einfach mal die Holzpfeile ganz weg. So. Die Frage ist jetzt, wie wir ziehen. So ziehen wir nicht. So ziehen wir auch nicht. Wie ziehen wir? Ah, alles klar. Hat's was gebracht? Wenig, würde ich sagen. Oh, das sieht aus wie ein tiefer Sturz. Goldharz.
Von da könnte man hier rüberspringen, aber umgekehrt springen ist, glaube ich, tödlich. Nee, hat nichts gebracht. Ich habe die falsche Waffe. Hier könnte man wieder was sprengen. Ja, aber so viele... Ja, super. Distanz unterschätzt. Also, oder überschätzt. Unterschätzt. Also, das eine von meiner Waffe und das andere von ihm. Also, selbst wenn ich jetzt das hier springen würde, was würde mir das bringen? Wäre die Mauer hier eventuell weg und das bringt mir eigentlich nichts. So spontan getippt. Hier irgendwas mit dem Feuerpfeil bringt, glaube ich, auch relativ wenig. Mhm. Okay. Kann es sein, dass es der Eingang war von damals? Oder ist eine Leiter? Okay, super. Gehen wir aber zuerst mal... Was machst du hier? I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes, I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Ein Menschenbild. Of course, I've no idea what it is. Sympathisch. Our land of Mirror is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things. My sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Lass mich raten, du hast auch den Sarg unten benutzt. Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. Oh, Jesus Gott, du armes Mädel. Hast du die Maske abgenommen? I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry. I suppose. Okay. Was mich, mir ist gerade vorhin was durch den Kopf geschossen, aber ich habe den Gedanken verloren, leider. Ich hatte einen guten Gedanken gehabt. Aber so schnell, wie man ihn hat, verliert man ihn manchmal wieder.
Du kämpfst gegen irgendwas. Okay. Dann nehme ich mal an, es geht nachher hier drin. Rund zur Sache. Und da ist wieder ein Fass. Ey, aber ich kann doch nicht jedes Fass. So viele Pfeile habe ich gar nicht. Wir machen es trotzdem. Huh? Und lass mich raten. Jetzt, wo ich es mit dem probiere, springe ich mich selber in die Luft. Nee, Glück gehabt. Wäre jetzt nicht erstaunt gewesen. Okay. Trinken oder nichts trinken? Trinken oder nichts trinken? Wir trinken nichts. Wir sind mal mutig. Mutig und dumm. Das eine hat meistens mit dem anderen zu tun. Na klar. Skelette! Du bist weg. Eigentlich wollte ich in deinen Rücken kommen. Ach dann, lassen wir es halt mit dem Rücken sein. So. Königsschwertkämpferhandschuhe. Der nächste nette Gegenstand, hoffe ich. Handschuhe eines Königsschwertkämpfers. Ihre Form bietet Schutz und ermöglicht zugleich hervorragende Beweglichkeit. Diese schmucklosen Handschuhe sind nur für den Kampf bestimmt. König Vendrick rüstete seine tapfersten Männer für den Kampf gegen die berühmten Riesen mit den allerbesten Rüstungen aus. Doch nur wenige kehrten lebend zurück. Das Gewicht wäre leichter, aber leider auch die Stats schlechter. Na okay. Dann noch nicht. Da kommen sie in Dutzenden. Ach, das hätte ich jetzt doch wieder wissen müssen. Ich müsste gleich so zu fliegen. Komm. Hey, jetzt reicht's. Hey, lasst mich in Frieden. Gib mir noch ein bisschen Energie. Jawohl. So. Nicht mit mir. Lebenstein. Wie viel habe ich denn davon jetzt wieder? 11, komischerweise. Da unten ist wieder so ein Geheimnis, oder? Uiu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 
ich hab's mir doch gedacht. Wobei, aber hier... Hier könnte's was geben. Ja, wobei, eigentlich macht's auch... Ich bin ein zu neugieriger Mensch, leider. Ich hoffe, ich überlebe das. Komm, wir stehen hier ganz hinten. Ich bin ein zu neugieriger Mensch. Nee. Schade. Das kommt mir jetzt erst recht komisch vor, dass ihr euch da zurückzieht. Nein, zurück, du Idiot! Nein! 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 Das ist das dümmste Tod seit langem. Tod Nummer 27. Danke für diese Episode. Hat Spaß gemacht. Das war jetzt so ziemlich der dümmste Tod seit Ewigkeiten. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder hier. Ohne Rufsymbol. In dem Sinne, auf bald wieder und danke fürs Zusehen.